Allah wird dir inshallah die Unterstützung geben. Also, Man kann das ja in der Moschee machen, ne? nein, wir können das jetzt machen, sofort am Telefon. Aber ist das nicht so unpersönlich irgendwie, weil Nein, 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 das wenn sagt man dir nur sieht. der Satan. Der Satan sagt dir, das ist unpersönlich, aber wer gibt dir die Garantie, dass du nicht am Telefon stirbst? Deshalb machen wir das jetzt gemeinsam und dann, inshallah, bekommst du automatisch die Unterstützung von deinem Schöpfer und alle deine vorherigen Sünden werden, inshallah, dadurch gelöscht werden. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und jetzt machen wir das auf Arabisch und das muss vom Herzen kommen. Und das ist der Wendepunkt in deinem Leben. Ja, aber wenn, also alles, was ich danach mache, das wird dann wieder aufgeschrieben, ne? Ja, Ich ab habe Angst, dann. dass ich das alles nicht so hinkriege. Ja, das sagt dir der Satan, aber Allah wird dir die Unterstützung geben. Wenn du das ausgesprochen hast, dann fühlst du die innere Zufriedenheit in deinem Herzen. Okay, Ashhadu Ashadu. an La ilaha illallah Ilallah. wa Ashhadu Ashadu. anna Muhammadan Mohammedan. Rasul. رسول رسول الله. الله. War das vom Herzen? Aus Überzeugung? Hoffentlich wird jetzt etwas besser. Ja, wie fühlst du dich jetzt? So befreit irgendwie, ne? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله